Tag Freunde, willkommen zu diesem Video. Hier zu Fortnite Battle Royale. Ja, seitdem der Fly Explosives Modus gestern, ist er mal nicht so ganz gut für mich lief, spiele ich heute ein bisschen solo. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser. Wenn es auch nicht besser wird, dann spiele ich in der nächsten Aufnahme auch wieder Fly Explosives, aber für den Moment spiele ich heute ein bisschen solo. Ja, ich hoffe mal, mein Skill oder generell mein Reinkommen, Vermögen reicht schon. Aber gut, Freunde. Ich versuche mein Bestes. Ich würde sagen, wir landen in Lazy Links und versuchen auch unser Bestes. Obwohl ich sag mal so, Lazy Links hat jetzt nicht meine besten Quoten. Also, ja, ich bin da immer schnell tot in dem Ort. Aber es kann ja was werden. Ja? Ich gebe Orten ganz gerne noch eine 5. und eine 6. Chance. Und von daher landen wir mal Lazy Links und lassen uns überraschen, würde ich sagen. Ich muss nur auf die Landung achten, weil Landung ist bei mir das A und O. Weil ohne richtig gute Landung bei Lazy Links bist du halt echt nicht so gut ran im ganzen, in dem Game. Also, mal gucken. Da unten steht keine Truhe. Und warum ist da ein Golfkart mitten drin im mitten auf dem Platz? Doch, so geil. Oh, damn. Ja? Thermoscope. Alles dabei. Kacke, das war von mir ein Fehler. Ich wollte eigentlich erst bauen, aber hab was geschossen. Also sehen. Oh, der Eisweiher! Holy shit! Hab euch getroffen. Alter, wie viele. Alter, wie viel Leben will ich noch haben? Also, ich habe die mir eigentlich schon alles abgezogen zu dem Zeitpunkt gehabt. Also, holy shit. So, Mann. Etwas crazier Start hier. Da ich jetzt nicht aber unbedingt heilen. Dann eine ganze Waffenorganisation machen hier. Ja. Holy shit, Leute. Zeig hier ist. War schon mal eine coole Rundstart, aber boah. Muss mir ganz doll heilen. Aber. Alter, der Typ wollte nicht down gehen. Nachladen und schon alles nachgeladen. So. Guck mal, der Typ war alles für. Oh, was haben wir denn hier so alles? Ach, das ist kein persönlicher Sturmkopf. Nein. Ich habe keine Hoffnung, dass da noch ein bisschen Munition drin war, aber da ist noch ein bisschen Munition. Ich kann sie aufheben. Jetzt. Die Waffe ist so krass, ne? Also, man muss sich auch ein bisschen damit ziehen lernen, klar, aber ganz generell ist die Waffe schon mega krass. Hier wäre doch gerade jemand. What the fuck? Wo ist der hin, Alter? Zeig dich. Hier ist, denke ich, jetzt mal jemand gestorben. Ja,
ich auch noch was vor, ich nehme den Film. Hier ist aber auch ein bisschen. Dann haben wir gerade das Film, den habe ich überall. Und dann wird es schon wieder alles. Das ist schon eigentlich super, wo ich das auch schon irgendwo gesehen. Da war ein bisschen schon Schuhe, das ist ein bisschen. Geht überhaupt A, sich erstmal das Vermögen zu bauen. Also nicht nur um den See zu erqueren, sondern auch einfach sich zu verteidigen. Oh, da hinten ist ein Gegner. Warum bin ich gerade auf? Kacke. Oh Gott, oh Gott! Holy shit, Freunde! Was war denn gerade? Ach man, Freunde! Nicht noch ein Dritter. Also, ganz ehrlich, ich hasse sowas. Wenn noch ein Dritter zukommt und seine Meinung sagen will, dann sagst du, ne? So, nein, nicht so gerne heute, ja? Es ist doch kacke. Warum ist mir noch ein Dritter dazukommen? Das ist doch kacke. So, ich sage, wir machen noch eine letzte Runde. Wenn es ein Fail ist, ist es ein Fail. Wenn es richtig gut ist, wird es richtig gut, aber die Runde kommt ins Video mit rein. No matter what, ja? So. Na gut, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal in Greasy Grove. Ach, die Geburtstagsmusik, alles klar. Also es ist hier ein bisschen schwieriger, einen guten Schatten zu bekommen, weil Greasy Grove ist jetzt nicht direkt am Anfang. Da muss natürlich ziemlich weit da unten tauchen. Mal gucken, ob ich das ganz gut hinbekomme. Ich würde sagen, ich versuche hier irgendwie meinen Gleiter. Das meine ich, Freunde. Das ist halt das Ding mit Greasy Grove. Die Landung hier ist schon nicht das Einfachste, würde ich mal behaupten. Also, die Jungs, wenn hier kein anderer landen will, dann gönne ich mir das Haus schon gerne. Also, hier ist noch eine AR drin. Also, ich sah auch noch immer unbedingt oder sowas, also ich meine Hütte feiern, wenn das Haus unbedingt ist, weil ich mag das Haus eigentlich. Na, kein. Ne, hier. So. AR. Ich habe zu viel Waffen von der gleichen Sorte. Also mach Burst, AR. Oh Gott! Holy shit, Freunde! Alter, das fällt dir nicht so zu erschrecken, ohne Witz! Alter, was fällt ihm eigentlich so von hinten zu erschrecken? Boah, Alter! Das geschieht dir recht! Wärst du mit mir, wenn mich so erschreckt, der darf auch gleich von Herr Magnus 407. Getötet werden. Hat echt den Magnus-Skin. Für den Ritter sieht nicht schlecht aus, aber ich weiß nicht. Ich finde den Magnus-Skin, ich finde ihn irgendwie überflüssig. Man hat ja schon den Ragnarok-Skin und man hat hier schon den Ragnarok-Skin hier und man hat halt schon bei Level 1 den Skin hier und das sind ja beides irgendwie so, ich will es jetzt mal nicht. Ich weiß nicht, irgendwie nett, aber so Wikinger-artige Skins und dann nochmal ein Skin. Ich finde die Magnus-Skin wirklich ein bisschen mörfistig, aber gut, Freunde. Das war's jetzt in der Runde Fortnite Battle Royale. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, geht es dann nach oben da. Die eine Runde war ganz schön erfolgreich. Letzte war eher unerfolgreich, aber der Typ. Was fällt ihm eigentlich so aus der Schrecken? Ohne Witz. Also, gut, Freunde. Wenn ihr mehr Fortnite sehen wollt, dann ist doch mal ein Abo auf diesem Kanal da. Dann weiß ich das nämlich auch, dass ihr mehr Fortnite sehen wollt. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Also haut rein und ja, ciao.